Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Ja, wir sind in den hohen Norden gestartet und sind aktuell in Dänemark. Und zwar auf der kleinen Insel Odensee. Odensee, glaube ich. Zumindest heißt die Stadt hier Odensee. Naja. Nein, die Insel heißt so. Die auch, oder? Die Stadt heißt so. Die Odensee? Ich glaube, es gibt eine Stadt, die auch Odensee heißt. Okay. Ja, und die Insel, wo Odensee drauf ist, da sind wir gerade. Sandoverstrand. Nee, wie heißt dieser Strand? Sandtorftstrand. Sandtorftstrand. Ist mega schön hier. Wir haben jetzt hier schon eine Nacht verbracht und werden die zweite noch dranhängen. Und für alle, die es noch nicht wissen, wir bleiben nicht lange in Dänemark, denn es geht für uns weiter in den Norden und zwar Richtung Schweden. So. Und in diesem Video wollen wir euch zeigen, wie wir von Dänemark nach Schweden kommen und was es so in Schweden für uns zu tun gibt. Ja, damit fangen wir mal an. Zu tun gibt? Zu erleben gibt. Was für Abenteuer wir da erleben. Ah, okay. Also, zu tun ist was anderes wie erleben. Ja, wir haben ja auch ein bisschen was zu tun und wir erleben hoffentlich auch viel. Okay. Ja. Okay, es geht los. Wir sind jetzt wieder im Bus angekommen und wollten jetzt eigentlich gut duschen gehen, aber es hat angefangen zu regnen und es ist schon irgendwie den ganzen Tag so, dass es mal ein bisschen regnet und mal ein bisschen die Sonne scheint. Aber jetzt, schaut euch das mal an, ist so eine richtige Front hier vorne. Ja. Naja, auf jeden Fall ist da hinten alles dunkel, alles richtig dunkel da hinten, weil ganz da hinten wird es ja auch schon wieder ein bisschen hell. Meinst du, wir schaffen es dann nochmal heute duschen zu gehen, Schatz? Vielleicht. Oder wir stellen uns einfach so in den Regen, ha? Ja. Können uns ja auch so schnell waschen. Und ein paar Camper sind auch dazu gekommen. Hier vorne einer. Hier auch nochmal einer und da hinten stehen auch noch welche. Vorhin gab es sogar so 2-3 Stunden, da waren wir komplett alleine hier. Aber ist ja auch schön mit anderen Campern. So, ja, vielleicht trifft man den einen oder anderen. Und ja, wir schauen jetzt mal, dass wir es uns hier gemütlich machen. Auch bei Regen gibt es genug zu tun. Ich habe vorne die zwei Fenster einen Spalt weit offen gelassen. Und jetzt gucke ich mal, wie die aussehen. Oh, ich glaube nicht so gut. Ist doch ein bisschen nass geworden hier von dem Spalt. Was ist da vor? Heieiei. Alter Falter. Vielleicht muss der Mittelsitz auch mal raus, dass man da auch ganz gemütlich durchgehen kann. Melli will jetzt hier schönes Karottenlachs vorbereiten. Da machen wir euch auch mal ein YouTube-Video zu. Und ansonsten, glaube ich, machen wir es uns hier einfach bequem. So, und wir springen in den neuen Tag hinein. Wir haben mittlerweile den Stellplatz gewechselt. Auf unserem alten Stellplatz hat es die ganze Zeit nämlich nur geregnet. Das war auch zwar sehr schön, aber da wir Richtung Schweden wollen, mussten wir sowieso irgendwann mal weiterfahren. Und wir haben uns hier einen schönen Stellplatz direkt in der Hauptstadt Dänemarks gesucht, und zwar in Kopenhagen. Und wir stehen hier richtig schön eine halbe Stunde zu Fuß, also so 2 Kilometer von der Innenstadt weg. Melli macht sich jetzt gerade noch fertig, denn heute geht es nach Schweden. Ja, wir sind schon beide richtig aufgeregt, haben eigentlich gar keine Ahnung von Schweden. Hab mich gerade mal informiert, wo wir eine SIM-Karte herkriegen fürs Internet, und das war es auch eigentlich schon. Wir werden über die Brücke fahren und ja, jetzt steht auf der To-Do-Liste vor der Abfahrt einmal frühstücken. Melli hat sich heute bei der Too Good To Go App eingeloggt und für knappe 4 Euro eine Frucht- und Obsttüte beim Netto gekauft. Da laufen wir jetzt nach dem Frühstück hin und dann müssen wir eigentlich nur noch das Auto starten und dann kann es losgehen. Also fangen wir mal an. Ich bin echt gespannt, was Schweden so bereithält für uns. An was denkst du zuerst, wenn du Schweden hörst? Natur und Seen. Natur und Seen. Ja. Also
Ich denke auch an Natur und Seen und auf jeden Fall an richtig gute Kaffees, die es da geben soll. Ich bin mal gespannt. Also wir haben so von Schweden gar keine Ahnung. So, auch uns überhaupt 0,0 informiert. Wir sind gleich am Supermarkt und wir sind mal echt gespannt, was wir für knapp 4 Euro an Obst und Gemüse bekommen. Okay, wir holen jetzt das Essen ab und ja. Eins ist schon mal komisch. Ja, wir dürfen hier ohne Maske in den Supermarkt rein. Es trägt auch keiner Maske, außer die Kassiererin. Aber es ist schön mal wieder ohne Maske, finde ich zumindest. Es ist auch gerade nicht viel los. Wenn jetzt natürlich voll viel wäre, dann würde ich vielleicht, weiß ich nicht, vom Gefühl eine Maske tragen. Aber es ist jetzt leer und ja. Und ja. Und ja. Mhm. Vegetables and food. Yeah. Okay. Cool. Super. Thank you. Und was ist da alles drin? Ich weiß noch gar nicht, aber eine Menge. Aber ist eine volle Tüte, ne? Ja. Oh wow. Ein bisschen Salat. Ich gucke mal draußen mal an. Karotten. Für Karotten da. Also. Wir müssen jetzt nur noch tanken und dann geht's ab nach Schweden. Ich habe uns schon mal einen Schlafplatz rausgesucht. Und zwar, wir sind gerade hier. Und jetzt wollen wir über die Öresundbrücke, die für uns übrigens so ungefähr 120 Euro kostet, weil wir über 6 Meter lang sind. Wollen wir hier hoch. Und da oben ist dann quasi Stockholm. Also, wir wollen uns so hoch bewegen. Und ja, hoffentlich ist das ein schöner Schlafplatz. Ready for takeoff? Yes. Okay, wir sind in Schweden und das Wetter hat sich auch gebessert. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ja, Melli guckt nach einem Stellplatz, den wir nachher eventuell anfahren. Und ich war gerade mal kurz hier hinter der Grenze in so einer kleinen Stadt und habe mir eine SIM-Karte geholt. Wir haben uns für eine von Telenor entschieden. Da haben wir jetzt 100 GB für einen Monat und haben dafür knappe 40 Euro bezahlt. Übrigens super nett, die Schweden. Allein schon an der Grenze, der an der Mautstelle mit uns gequatscht hat, der war super nett. Hier in dem Shop auch und in so einem kleinen Supermarkt, wo ich auch noch gefragt habe, ob man da die SIM-Karte kaufen kann. Die waren auch super freundlich. Also es macht schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck hier. Wir machen jetzt mal weiter, weil ich glaube, wir haben noch 2 Stunden Fahrt und dann hoffen wir, dass wir einen schönen Platz finden. Machst du mitten durch den Wald durch, ne? Okay, letzte Chance. Noch 200 Meter und 3 Vans sollen hinpassen. Ja. Und was? Meinst du, wir haben Glück? Ja. Du hast das Ziel erreicht. Oh, einen sehe ich schon. Ziel erreicht. Ja, können wir noch bleiben hier. Of the paper, don't burn up in the morning, let it take. Inhale and let it out like reservations. Ich wollte dir was sagen, Schatz. Draußen regnet's, aber in dem Bus ist es so gemütlich. So gemütlich, ab ins Bett! Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier von uns. Es ist gar nicht so spät oder gar nicht so früh. Sieht aus, als wäre es schon abends um 8 oder so. Aber es ist gerade mal 11:30 und wir sind schon einige Zeit wach, wollten eigentlich was machen, aber es regnet halt die ganze Zeit. Ja, es ist zwar auch schön. Ich komme nicht aus dem Bett. Es war auch schön gemütlich und ich bin echt froh, dass wir so eine schöne, kuschelige Räuberhöhle hier haben. Und es nirgendwo reinregnet. Aber ja, irgendwie haben wir auch keinen Bock, bei dem Wetter rauszugehen. Vielleicht hört es ja nachher nochmal auf und wir können ein paar Blaubeeren sammeln gehen.
Das wäre richtig cool. Ja, ansonsten würde ich sagen, Kaffee haben wir schon getrunken. Jetzt machen wir uns erstmal ein gemütliches Frühstück. Und dann muss ich mich mal an den Laptop setzen, dieses Video nämlich fertig schneiden. Das soll ja nämlich morgen online kommen. Was auf jeden Fall cool ist, dass wir jetzt sehen, wie viel Akku wir eigentlich noch haben, also wie voll die Batterie geladen ist. Ja, wir sind noch bei sagenhaften 90%. Also können hier noch 9 Tage stehen beim schlechten Wetter. Hat sich also gelohnt, die Batterie nochmal neu einzubauen. So, es hat aufgehört zu regnen und wir wollen jetzt nochmal rausgehen und ein bisschen spazieren gehen und vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar Blaubeeren. Gravel road, I'm filled with promises. Truth is hard to bear, sometimes I'm told. Hope builds up as we grow old. Gravel road, send me an extra hello. Your whisper said dawn our soul. Hast du jetzt Blaubeeren? Ja. Echt die erste Blaubeere? I nearly connect the dots. Your whisper said dawn or soft. Greeting morning's gentle touch. Oh, what glorious days. Nature's meant to be. Angekommen. Schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass heute nochmal die Sonne rausgekommen ist und wir so ein bisschen unseren Bus verlassen konnten. Die letzten Tage waren wir ja sehr viel im Bus gesessen. Die nächsten Videos werden auch über Schweden sein. Wir werden nämlich ein bisschen länger hier sein. Und wir sind selbst Neulinge, waren noch nie in Schweden und sind schon ganz gespannt, was uns hier so erwartet. Auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn euch das Video gefallen hat und ihr einen Daumen nach oben da lasst und den Kanal kostenlos abonniert. Und dann freuen wir uns, euch in der nächsten Woche wiederzusehen. Macht's gut, wir gehen mal zurück zum Auto und einen schönen Tag euch. Ciao.